mit Rückkehr sollte der jetzt kein großes Problem sein. Mein Marcello, das kriegen wir zum Frühstück. Mit einer kleinen Konfusion. Na gut, zwei kleinen Konfusionen. Level 18 für Rückkehr und sie versucht Superschall zu lernen, aber nein, danke. Auch wenn du mit deinem Facettenauge die Genauigkeit auf, und auf wie viel kriegt man wieder überhaupt? 55 mal 1,3? Und, 50% drauf, sind wir bei 7. 8, 8, 2, 5, 62, 5. Ja, auf jeden Fall kommt jetzt hier ein Traumato rein. Wollen wir hier das Pokémon wechseln? Ich würde sagen, wir machen das mit Lucia jetzt auch noch, weil jetzt, wo ich den Raub auf ihr drauf habe, Traumato hat, glaube ich, die Fähigkeit, dass es nicht einschlafen kann. Aber dann geben wir ihm eine Stachelspore, da paralysiert ist. Und die Para kommt direkt durch. Das ist sehr schön. Na gut. Immer noch eine relativ hohe Spätzdef, und jetzt, wo er mir den Raub blockiert hat, brauche ich da auch gar nicht mehr weiter drin bleiben. Dann machen wir den Rest mit Whitey. Oh nee. Hypnose. Wieso? Na gut, ich bleibe einfach drin. Kaputt hauen kann er mich höchstwahrscheinlich nicht wirken. Ja, Traumato hat ein bisschen zu wenig Spezialangriff dafür. Aber wir warten, bis Whitey aufwacht. Er kriegt nochmal seine Full Para. Dann halt mit der Aquaknarre. Okay, ich hätte auf die Tackle gehen sollen. Traumato hat einfach viel zu viel Spätzdef. Okay, ich will auf jeden Fall, dass Whitey noch Level 18 erreicht, bevor ich Misty herausfordere. Das sollte aber auf jeden Fall machbar sein, weil wir haben ja noch ein paar Trainer in der Arena. So. Großartig beschädigt sind wir zwar nicht, aber in Nuzlocke bin ich lieber einmal zu oft übervorsichtig als einmal zu wenig. Whitey darf nach vorne. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass der Misty ziemlich alleine machen muss. Wobei, ich kann viel mit Rückkehr und mit Marvin helfen, aber der Rest kann hier nicht sonderlich viel machen. So. Das ist der Typ mit dem Muschas, glaube ich, oder? Oder hat der Sepa und Muschas? Ah ja, okay. Ja, Sepa ist zwar auf der physischen Verteidigung ziemlich stark, aber Mega-Hieb ist zum einen die stärkere Attacke und zum anderen hat er gegen Aquaknarre eine Resistenz. Spammer. Aber bringt ihm nichts. Ui, ein Volltreffer.
18. Und ein Muschas kommt in den Kampf. Der einzige, der außer White hier speziell angreifen kann, ist Rikia. Gut, dann kommt Rikia halt hier nochmal rein. Schade ja nicht, wenn die zwei nützlichsten Pokémon kurz vor der Arena nochmal ein bisschen gelevelt werden. Muschas könnte ich vielleicht sogar mit einer Konfusion tot kriegen. Okay, doch ein bisschen unterschätzt die Spätzle von Muschas. So. Dann kommt hier noch die Tussi mit dem Goldini. Der braucht noch 511 bis zum nächsten Level. Rückier noch 277. Ich versuch's einfach mal, ob ich das mit Rückier noch hinkriege, weil wenn die noch Level 19 erreicht, das wäre noch ein schöner Bonus vor Misty. Wenn das Viech Schnabel kann. Hat aber wenigstens keinen Step drauf, aber da das Viech auf Level 19 ist, soll es eine Menge EP geben. Oh, Hornattacke. Die tut aber auch ganz schön weh. Mal schauen, ob wir diesmal mehr als eine Runde Schlaf bekommen. Nee, kriegen wir nicht. Ich setze jetzt trotzdem nochmal Schlafpuder ein, weil momentan ist mir das ein bisschen zu risky. Wenn das Viech jetzt gleich noch einen Volltreffer macht, bin ich hin. Ich will meine Rückkehr nicht verlieren. Trank reicht jetzt aber erstmal. Wie das Viech immer nur eine Runde schläft. Schlimm. Na komm, wir riskieren es einfach und hoffen einfach mal, dass das jetzt reicht. Okay, 50-50. Bitte verletzt dich selber. Ja, danke. Geht doch. 451 EP gibt das Viech. Großartig Stats hat das jetzt zwar nicht gebracht, aber alles plus 1 und KP plus 2, das ist doch zumindest schon mal besser als gar nichts. Im Zweifelsfall überlebt man vielleicht sogar mal eine Aquavelle mehr. Jetzt muss ich bloß überlegen, mit wem ich hier das Ganze anfange. Ich muss ja erst noch ihr Sterndu vom Feld fegen und ihr Starmie mache ich dann mit Rikia und Whitey. Ja, mit wem mache ich Sterndu? Also Valley und Fight würde ich aus diesem Kampf raushalten wollen. Marvin ist noch so eine Not... Also ich sag's mal so, ich mache mit Marvin und Cuddy will ich Sterndu weghauen. Mit Rückkehr und Whitey will ich Starmie weghauen. Und Fight und Valley will ich hier aus diesem Kampf rauslassen. Es sei denn, irgendwas geht mir drauf und ich kann mit der guten Valley gerade gut finishen. So. Ich hoffe einmal mal, dass das jetzt funktioniert. Ja, wird schon schief gehen. Du musst neu sein. Ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich seine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon.
Ja, und genau deswegen habe ich jedes Mal Angst vor dir, weil ich genau weiß, wie stark Wasser-Pokémon sein können. Ja, auch genau, weil du auch ein Starmie hast. Also gut, komm, Geheimpower und paralysiere ihn am besten. Aquarelle, okay, das sollten wir einmal überleben. Ja. Okay, dann ist Sternblut zumindest schon mal weg vom Fenster. So. Kali will ich dann jetzt erstmal aus diesem Kampf raushalten, weil mit so wenig KP überlebt die von Starmie keine Aquarelle mehr. So. Ja gut, gegen Starmie will ich vor allem erstmal eine Stachelspore draufkriegen. Oh nee, nicht dein Ernst. Bitte, komm durch, komm durch, komm durch, komm durch. Manchmal hasse ich so etwas. Okay. Nachdem ich wegen dieser tollen Selbstverletzung jetzt gerade keine weitere Aquarelle überlebe, muss ich auf Whitey wechseln, weil der überlebt das wenigstens. Dass der nicht verwirrt wird. So. Ich brauche am besten jetzt erstmal einen Supertrank für die Rückkehr. Noch einen kleinen Trank für ein Whitey. Das Viech macht viel zu viel Schaden. Ich wollte das Viech ja eigentlich schon paralysiert haben, aber nein. Lässt die gute Misty ja leider nicht zu. Na gut, dann müssen wir jetzt halt mit Supertränken arbeiten. Natürlich geht jetzt auch noch mein Mega-Hit daneben. Du kannst mich auch mal spielen. Oh nee, nicht dein Ernst. Komm schon. Oh. Wie viel Pech darf man in einem Kampf haben? Gut, das letzte Mal in Pokémon Feuerrot habe ich Misty weggehext. Ja. Aber das ist kein Grund, dass ich jetzt hier von ihr so hart weggehext werde. So, bitte nicht verwirren. Danke. Und bitte nicht nochmal. Bitte nicht nochmal über A überleben und zweitens nicht verwirren. Nicht dein Ernst! Volltreffer! Du Arsch! Misty, ich hasse dich! Ich hasse dich aus ganzem Herzen. Möchte dir eine. Nee, das sage ich jetzt lieber nicht. Das ist nicht jugendfrei. Ich krieg aber auch keinen Schaden auf das Viech drauf. Wer hatte nochmal diese grandiose Idee bei Game Freak? Hey, lasst uns der zweiten Arena-Leiterin mal so ein Pokémon geben, das einfach mal alles weghauen kann. War ja eine mega tolle Idee von dem Typen. Dann auch noch so viel Glück in den Arsch zu schieben. Also, kriege ich eigentlich zu viel von. Ich muss einen Supertrank benutzen, auch ich weiß zwar, dass das wie ich Genesung kann, aber sie hat ebenfalls Supertränke. Natürlich füllt das komplett auf. Ja. Ist ja nicht genug.
Dami hat viel zu gute Def-Werte. Wer hat diesen Kampf designt? Ernsthaft, wenn man hier keinen Bisa-Knosp hat, ist man eigentlich sowas von aufgeschmissen. Will ich es darauf ankommen lassen, weil wenn die jetzt nochmal crittet, bin ich weg. Na komm. Alles oder nix. Bleibt mir eh nichts anderes übrig. Ich kann meine Supertränke nicht so sehr verschwenden. Das Ganze hätte so schön ausgehen können, wenn ich am Anfang nicht diesen verdammten Hex mit der Verwirrung bekommen hätte. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Crit, schon wieder. Ach Gott, hey. Misty. Du bist ein elendes Mistvieh. Wirklich. Rittest du mir echt meine zwei Lieblings-Pokémon aus diesem Kampf weg? Ich hasse dich! Dein Orden, den würde ich dir am liebsten durch deinen Schädel bohren jetzt, weißt du? Oh Mann. Ich hasse dich, 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 ich hasse dich. Kritz. Wer auch immer bei Game Freak diese Arena designt hat, er möge seine schlimmsten Albträume in zehnfacher Stärke erleben. Ja, da lässt sich jetzt leider nichts machen. Okay. Das wird unsere Friedhofsbox. Okay, das heißt, wir dürfen auch zwei neue Pokémon wieder mitnehmen. Ja. Das heißt, Zorti darf wieder rein. Und ich würde unserem kleinen Kenji dann auch mal eine Chance geben, weil sonst haben wir zu viel Flug-Pokémon. Diese Misty, hey. Crittet die mir da all... Also, die hext aber. Hex bis zum geht nicht mehr. Naja gut, ich bin dann mal wieder offscreen trainieren. Oder ich mache eine Aufnahmepause, weil ich das gerade verdauen muss. Ich habe zwar den blöden Orden, aber leider zwei meiner besten Pokémon verloren. Wegen Crits. Man sollte für Nuzlocke eine Regel einbauen, dass Tode, die nur durch Crits zustande gekommen sind, nicht zählen. Aber gut. Ja. Gut, Sorti ist zumindest halbwegs auf dem Teamniveau, weil er vorher schon im Team war. Vielleicht werde ich jetzt offscreen noch ein bisschen trainieren gehen, aber die Aufnahme werde ich jetzt auf jeden Fall beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin habe ich hoffentlich das Ableben der beiden einigermaßen verdaut. Naja, macht's gut.